vor dem Endspiel um den Mittelrhein-Pokal gegen Ligakonkurrent Viktoria Köln am heutigen Pfingstmontag, 17 Uhr, live in der ARD-Konferenz, ist Fuad Kilic, Cheftrainer des Westregionalligisten Alemannia Aachen, optimistisch: Wir werden im Pokalfinale ein anderes Gesicht zeigen als zuletzt beim 2:2 gegen Schlusslicht Westfalia Rhinen. Die längere Trainingswoche hat uns gut getan. Ich hoffe, dass wir auf den Punkt genau da sind und das Spiel zu einem Höhepunkt machen. Das wäre eine fantastische Sache. Mit der abgelaufenen Saison ist Kilic insgesamt zufrieden, wir haben uns im Laufe der Saison gut entwickelt. Die Alemannia beendete die Spielzeit 2017-2018 auf Platz 6. Finalgegner Viktoria Köln wurde hinter Titelträger KFC Uerdingen Vizemeister.